Hallo, das ist Alfonso. Alfonso, du siehst gar nicht gut aus. Bist du krank? Ja, was hast du denn, Alfonso? Schmerzen? Bauchschmerzen? Ist das eher so ein stechender oder eher so ein brennender Schmerz? Tut weh. Tut weh, ne? Ist unangenehm. Ja, dann musst du auch immer aufs Klo, wahrscheinlich hast du Durchfall, so also ganz schlimme Blähungen. Ja, das zieht auch so die Speiseröhre hoch, oder? Dann riechst du ganz schlecht aus dem Mund. Ja, wahrscheinlich will auch niemand mehr mit dir reden. Vielleicht hast du gar keine Freunde mehr. Ach Mensch, Alfonso. Warum gehst du denn nicht zum Arzt? Weil ich es mir nicht leisten kann. Du kannst es dir nicht leisten, zum Arzt zu gehen. Hast du ein Glück, dass du hier bist, Alfonso? Denn wir zeigen euch heute, wie ihr ganz einfach und für fast kein Geld selbst Arzt sein könnt. Wirklich? Ja. Toll. So, wunderbar. Was haben wir heute? Kopfschmerzen? Nicht? Keine Kopfschmerzen? Bauchschmerzen? Okay, kein Problem, ist alles dasselbe im Prinzip. Was ist das hier? Dreck auf dem Untersuchungstisch, das muss sauber, das müssen wir desinfizieren. Wir haben kein Desinfektionsspray, wie den Glasreiniger. Völlig egal, Hauptsache der Tisch ist nass. So, wo ist ein Patient? Haben wir einen Patient? Wir brauchen einen Patient. Hallo, Patient? Hallo, Herr Patient. Wie ist der Name? Herr Patient. Nehmen Sie Platz, nehmen Sie Platz. Erste Lektion, wenn ihr Arzt sein wollt, gebt dem Patienten was zum Unterschreiben. Ach, nicht auf dem Behandlungstisch. Das ist da draußen auf der Straße. Gebt dem Patienten was zum Unterschreiben, sonst klagen die euch die Haare vom Kopf. Bitte schön, Schrift, gebt einmal bitte nicht unterschreiben. Ist völlig egal. Ja, aber nur Namen, so ist halt völlig egal, was ihr denen gebt. Hauptsache, die haben irgendwas unterschrieben. Dann schüchtert ihr das ein. Ein eingeschüchterter Patient ist ein guter Patient. Hier bitte auch, das ist dreimal alles. Das ist genau immer was anderes. Dankeschön. Schrift mitnehmen, sonst klauen die euch das. Da kennen die nichts, die Patienten. Sag ich euch. So, untersuchen. Wo zwackt es denn? Bauchschmerzen? Ja, wenn der Patient sagt, er hat Bauchschmerzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er hat Bauchschmerzen oder er simuliert. Simulieren Sie? Nein, der Patient hat Bauchschmerzen. Wo? Tut das hier weh? Da? Hier? Ja. Gut. Wie ist denn die Ernährung? Essen Sie viel scharf. Scharf. Nicht scharf, nicht mehr scharf. Ja? Sie müssen scharf essen. Viel scharfes Essen ist gut für die Verdauung, ist gut für die Seele, bringt das Leben in Schwung. Schwung ist immer gut. Zum Beispiel Rasierklingen sind scharf. Haben Sie schon mal Rasierklingen gegessen? Nein, das hier ist keine Rasierklinge, das ist Papier, das ist Schutz, das nicht essen, Papier nicht essen. Rasierklingen sind äußerst scharf, wir können mal kurz hier so zeigen, der Vertrag ist eh nicht viel wert. Diese Rasierklinge, die ist scharf. Bitte einmal Mund aufmachen, Zunge rausstrecken, ja? Eine scharfe Rasierklinge, die, bevor wir die jetzt in den Mund nehmen, bevor wir die essen, unbedingt desinfizieren. So. Zunge rausstrecken, bitte. Und wir legen die drauf. Zunge richtig raus, sonst ist das gefährlich. Genau, wir Rasierklinge auf die Zunge auflegen und bitte am Stück runterschlucken. Das ist ganz wichtig, am Stück runterschlucken, wenn die Zähne, die können ganz leicht kaputt gehen, die Zähne sind mit das Sensibelste am ganzen Körper. Genau, wir machen direkt weiter. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Hier noch eine Rasierklinge und Zunge raus, einfach direkt. Oh, Entschuldigung, ich habe hoffentlich nicht die Lippe kaputt gemacht. Und runterschlucken am Stück. Und hier, aller guten Dinge sind drei. Was passiert, was die Rasierklingen machen? Die schaben quasi den Magen aus. Sie können die ganzen Giftstoffe, die man im Alltag zu sich nimmt, den Elektrosmog und sowas, können die alles aus dem Magen abschaben. Vier Augen sehen besser als drei. Bitteschön. Das ist quasi Detox. Detox mit Rasierklingen. Fünf ist Trümpf. So, raus. Schlucken. Nicht schummeln, wirklich schlucken. So, hier, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Das geht doch, das flutscht, das rutscht und es wird doch immer einfacher, weil dann langsam so den Weg vorformen in der Speiseröhre. Hier, wo sechs essen, spürt man den siebten nicht. Und hier. Es muss immer erstmal schlechter werden, je es besser wird. Viel. So, mal raus. Genau, läuft. Hier, der Weg ist der Weg. Da haben wir. Hier, wir machen den ganzen Zählerpack leer. Hier, das ist doch die letzte. Eine haben wir noch. Eine letzte Rasierklinge. Oder, also ich hab doch hier. Wenn man einen Mülleimer hat, die Sachen immer in den Mülleimer werfen, das wirkt viel professioneller. So, bitteschön, die letzte. Genau.
der Teufel steckt im Abteil, sag ich mal. So, wenn der... Achso, Entschuldigung, ich hab das desinfiziert vergessen. Kann man auch nachholen, Mund auf. Genau, kann man auch nachholen. Machen. Das ist... Ich will noch ein bisschen mehr. Sicher, weil wir jetzt das die ganze Zeit zwischendurch aufgelassen haben. Gib mal so einen ordentlichen Schluck hier. Glasreiniger. Das ist auch gut. Bitte nehmen Sie mir so einen ordentlichen Schluck von dem Zeug. Das ist gut, weil das auch so die Wunden, die vielleicht entstanden sind, ein bisschen ausspült. Ach, man merkt, wie das Immunsystem eine Party feiert. Und dann, also das machen wir später. Da haben Sie einen guten Schluck genommen, haben Sie siezen, Patienten immer siezen, Schluck genommen, wunderbar. Und es gibt so Stellen im Magen, da kommen die Rasierklingen nicht so gut hin, so zwischen den einzelnen Ritzen, zwischen den Magenlamellen, heißt Magen, Magenzäpfchen, Magenlamellen, da gibt es Magenseide für die Ganzheitungsstellen. Einfach hier immer so, ich mache so ein bisschen zu einem Ball, kann man das besser runterschlucken, ein Stück Magenseide am Stück mit einmal runterschlucken. Was passiert, wenn der Patient sich gut anstellt? Da kann die Magenseite auch die inneren Verletzungen, die durch die Rasierklinge vielleicht entstanden sind, wieder zusammenpflegen, zusammennähen. Da muss man sich ein bisschen anstrengen, im Bauch so Interior-Yoga machen, dann pflegt sich das alles wieder zusammen. Genau, den ganzen Faden runterschlucken am Stück. Und wenn das unten angekommen ist, richtig schön runter, wenn der Faden unten angekommen ist, wieder hochwürgen. Also, genau, wieder hoch. Ich schiebe das ein bisschen. Genau. Wie eine Mischung aus Kotzen und Husten, alles raus. Und dann, weil man kann die Faden, man kann die nicht ausscheiden. Das sollte man nicht durch den Verdauungstrakt, das ist Plastik drin. Das ist auch so klein, also Mikroplastik, wieder hochwürgen und raus. Also raus mit dem Faden, genau, der Faden wieder raus. Und dann kann man das alles, den ganzen Dreck aus dem Magen gleich mit rausziehen. Das ist dann fühlen sich wie neu geboren, kann ich besprechen. Der Patient, der hat so ein bisschen Mühe, merkt man, macht das ja auch nicht jeden Tag. Der Patient macht das erstmal, der Arzt hat das geübt, der Patient muss das zum ersten Mal machen. Und der wirkt jetzt hier, der strengt sich an und da kommt vielleicht mit so ein bisschen Glück so ein Stück Faden. Ja, wunderbar. Hier haben wir Faden. Das ist gucken wir mal, was da. Ach, guck mal hier, da ist noch. Da hängt was dran hier. Aufgefädelt. Rasierklingen. Schaut euch das an. Da, kommen sie alle. Wie die gelandet. Sankt Martin, guck mal hier. 8, 1, hoch sie zählen. Ganz gut gemacht. Zählen. Dass man alle hat, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alle wieder da. Der Patient ist quasi geheilt. Herzlichen Glückwunsch. Richtig, es waren 10. Eine fehlt. Das wirkt jetzt wie ein Fehler. Nichts anmerken lassen. Ganz wichtig, als Arzt immer souverän bleiben. Da ist eine im Bauch drin geblieben. Das stört uns nicht. Wir lokalisieren die fehlende, da müssen die Arme auseinander, genau, kann ich besser untersuchen. Wir lokalisieren die, da ist sie, wir haben die fehlende Rasierklinge lokalisiert, da müssen wir operieren. Ja, operieren kann ich nur mit klassischer Musik, bitte einmal Weihnachtsoratorium. Operieren wir mit Betäubung oder ohne Betäubung? Mit Betäubung. Mit Betäubung, alles klar. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie das aussieht. Der ist nicht tot. Der ist nicht tot, das kriegen wir alles wieder hin. Der Arm liegt jetzt ein bisschen unglücklich. Ich muss mal so ein bisschen zur Seite. Und mir vielleicht den Rücken baumeln lassen, genau, wunderbar. Der Patient wird operiert. Da muss man sich ganz wichtig, hygienisch schützen. Hygiene ist immer das Wichtigste. Bei der OP ist das A und O. Hier Latex-Handschuhe. Die sind aus demselben Material wie... Oh, Bayer. Ich wollte gerade sagen, aus demselben Material wie Kondome. Warum nehme ich nicht gleich Kondome, fragt ihr euch? Weil die keine Finger haben. So, und dann können wir... Ich hätte den Patienten vorher bitten sollen, dass sie aussieht, habe ich nicht gemacht, jetzt muss ich das selber machen. Das ist ein bisschen umständlich und auch keine Freude, aber hier geht's. Man weiß nicht, hier ein bisschen so... Die Klamotten schützen nicht, dass sie dreckig werden. Wenn die Klamotten dreckig werden, dann ärgern sich die Leute hinterher nach der OP. Und der hat jetzt da schon so ein paar kleine Spritze abbekommen, aber da hat er den Vertrag für. Genau, jetzt habt ihr so schön den Bauch so abgegrenzt, das sieht doch schon sehr nach OP aus. Sowas von Arzt. Wir wissen nicht, wo der Bauch vorher war. Wir wischen den so ein bisschen ab, damit der sauber ist. So, ich drehe mal hier, damit man das gut sehen kann. So, prima. Und jetzt müssen wir eine gute Stelle finden. Im Bauch, ich glaube, hier kommen wir rein. Genau, hier kommen wir ein bisschen. Das geht noch, das kann man noch. Was ist das?
Wenn man das öfter macht, sieht man das sofort, das ist hier ein, das ist ja genau, das ist ein überflüssiges Organ. die Rasierklinge finden. Da ist sie wieder. Und man legt die vor seine Augen. Wenn er aufwacht, sieht er die, da freut er sich sofort einen Ast ab. Und dann, der hat jetzt relativ viel Blut verloren. Das muss man dann wieder so rein. So, jetzt muss man ihn reparieren. Handschuhe ausziehen, immer die Mitte von der Hand mal und dann mit dem Kleinfinger hier abziehen, damit ihr selber nicht so viel von dem Blut abbekommt. Und wir machen das jetzt auch mit der Magenseite, das Zunehmen. Man kann jeden Faden nehmen, dann machen die Leute viel zu viel Gespräche. Nee, das ist viel zu alt, ich mache hier das mit dem Tacker. Ah, Moment, da ist noch die Kugel. So, der ist zu, der Patient ist repariert, der ist geheilt, wir wecken den wieder auf, wir geben dem eine Spritze zum Aufwachen. Und die habe ich hier noch nie benutzt, ich weiß nicht, ob man die aufmacht, aber hier, genau, mach mal auf. Und den Mülleimer treffe ich nicht, egal. Den Spritzen, Glasreiniger konntet ihr euch schon denken, im Zweifelsfall. Nehmt irgendwas, was blau ist, blau. Heißt immer Medizin. Ich habe den Scheinwerfer getroffen, aber ich habe den blauen Scheinwerfer getroffen. Der ist jetzt noch sehr eklig. Ich lege das kurz zur Seite. Wir brauchen neue Handschuhe. Moment. Handschuhe. Der Patient hat Handschuhe. Gut, also Spritze setzen mit Winterhandschuhen. Das macht sonst keiner. Hier in den Arm. Da ist am einfachsten. Genau, und dann müsste der Patient gleich aufwachen, wenn der aufwacht. Nicht ohne, das passiert manchmal, dass sie so ein bisschen wütend sind. Das nennt man auch postoperative Aggression. Das kommt, weil der mal merkt, der ist ja gerade zugezackert worden. Da hat jemand den Bauch umgewühlt. Das ist kein schönes Gefühl. Ganz wichtig, Hochstatus bewahren. Ja? Der Arzt muss immer Hochstatus haben, Patient immer Tiefstatus. Man muss von oben auf den Patienten herabreden. Sonst mucken die auf. Dann tanzen die auf der Nase rum. Darf nicht passieren. Also immer... Doktor! Die Pistole her! Gib die! Ist mein! Komm mal um! Aber Doktor! Geheimnis ist deine! Das Problem hätten wir gelöst. Ich sag immer, ohne Fleiß kein Preis. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Falls ihr mehr wissen wollt, wie ihr HIV heilen könnt oder Krebs oder Laktoseintoleranz, abonniert unseren Channel. Vielen Dank und frohe Weihnachten.